Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal was Neues so ein bisschen probieren. Und zwar möchte ich so eine kleine Rundumschau machen über das aktuelle Meta, was sich halt gerade wie entwickelt und wie sich unser Format gerade fügt. Erstmal so ein bisschen Vorwort dazu. Es ist gerade 4 Uhr früh. Ich muss eine Stunde jetzt, eigentlich, also eine Stunde müsste ich aufstehen, um dann zum Bahnhof zu machen. Wir wollen ja dann halt noch nach Berlin zum LDS-Finale. Und ich konnte halt nicht mehr schlafen, gerade bin halt aufgewacht, habe mir jetzt gedacht, ich habe so ein bisschen Zeit, habe jetzt auch nichts weiter zu tun oder zu machen und habe mir überlegt, ich muss unbedingt mal wieder ein Video machen für YouTube. Habe mich lange nicht mehr blicken lassen, das hing halt zusammen mit meinen Prüfungen. Ich hatte halt jetzt meine ersten Testate und so dieses Semester, also es war gerade ein bisschen stressig, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Gut, auf jeden Fall wollte ich mal als neues Format hier das hier ausprobieren, so ein bisschen auf dieses Meta eingehen. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar verschiedene Decks mit euch durchsprechen, was ich an denen gut und schlecht finde aktuell, wie ich unser Format aktuell halte, und da fangen wir auch direkt an. Gut, zuerst einmal möchte ich hier so ein Mischdeck vorstellen, und zwar ist das dieses Magispector Enter Mage Deck. Das Deck ist, denke ich mal, schon länger bekannt, also haben schon viele angetestet. Getoppt hat es jetzt auch schon ich glaube in Köln war das jetzt letztes Wochenende. Da ist der Sascha Fabian von Complexity Card Gaming Zweiter damit geworden. Ich habe ja auch mit Joshua noch mal ein bisschen geschrieben, der meinte, er hat mir auch noch mal das Deck hier ans Herz gelegt. Ich finde es interessant, aber das Deck hat halt auch viele Sachen, die mir nicht gefallen. Was stört mich an dem Deck? Erstens, ich hasse es, abgrundtief diesen Tempest Stadthand zu ziehen ohne Magispector. Und wenn ich dann noch anfangen muss und diese Karte sehe, dann möchte ich am liebsten mein Deck aus dem Fenster werfen. Das ist einer der Gründe, warum ich das Deck nicht leiden kann. Des Weiteren, der Raccoon ist Level 3. Das passt halt nicht in dieses Deck rein. Man will halt eigentlich 4er Exceed spammen. Und Level 3 Monster nur mit zu sammeln ist zwar schön und gut. Und einen beliebigen Scale suchen zu dürfen, aber es ist halt ein Level 3 Monster immer noch. Und das hilft euch eigentlich nicht weiter. Es ist dann wieder anders, wenn ihr 2 Level 3 habt, dann könnt ihr sowas wie Totem Bird bauen oder den Livier. Aber das ist dann schon wieder Luxus, dass man das dann hat. Und man muss dann auch meistens bei der Pendeldum-Beschwörung dann den zweiten Raccoon direkt holen und verschwendet dann wiederum den Sucheffekt vom Raccoon. Das will man auch nicht machen. Also da gab es halt echt so viele Punkte bei diesem Deck, die mich gestört haben. Auch so dieses Problem, dass man gegen Cosma, gegen diesen Dark Destroyer, wenn die zu stark oder zu explosiv eröffnen, man hat auch Probleme gekriegt hat, dann dagegen zu halten und dass man zu schnell einfach OTK'd worden ist. Also meiner Meinung nach ein solides Deck, spielt auch gut mit dem Meta. Und auf jeden Fall eins der besten 4-5 Decks, meiner Meinung nach. Aber es ist immer noch halt ein Deck, was man auch noch besser machen kann, was sich auch noch weiterentwickeln wird. Dann muss ich noch mal kurz was sagen zu Alchemistic Magician. Die kennen ja vielleicht viele noch nicht. Das ist eine alte Karte, oder eine relativ ältere Karte aus Redu oder so. Der Effekt sagt halt aus, okay, die braucht 3 Magier, ist in die MEM jetzt nicht so schwer zu bekommen, gerade mit den Magispectern. Und dann könnt ihr halt in der Endphase eine Karte discarden und dürft aus eurem Deck eine Spellkarte setzen, was halt Rare Ring Ice ist. Und das war halt echt stark im Mirror-Matchups letztens mal gespielt. Und das ist schon gut. Jetzt nur mal, um zu erklären, was die Karte macht. Ist auch momentan relativ günstig noch, bei 10 Euro gerade. Für eine Super Rare, das klingt jetzt auf den ersten Blick teuer, aber die war schon teilweise bei 30 Euro. Und wenn er da schon Interesse an der zeigt oder denkt, okay, jetzt kommt das Pendel-Mage-Deck noch raus, dann holt euch die Karte, wenn er denkt, ihr wollt das irgendwie in irgendeiner Art und Weise spielen. Jetzt. Sonst ist es dann wieder so eine Laster-Pendulum-Karte, die auf 30 oder noch mehr Geld hochgeht. Vor allen Dingen dadurch, dass sie noch so alt ist, da kommt er dann noch schwerer ran als an dem Laster-Pendulum. Gut, dann machen wir weiter mit einem anderen Deck, und zwar Cosmo. Ich habe jetzt auch die Decklist nicht angepasst aufs Aktuelle, wie es gespielt. Ich habe jetzt einfach irgendwelche random Decklisten genommen von mir halt. Cosmo, ich bin halt auch kein Cosmo-Spieler. Ich weiß aber, ich kann aber so viel zu Cosmo sagen, es ist halt aktuell das meiner Meinung nach meistgespielte Deck. Und das, sagen wir mal so, das solideste Deck. Also das Cosmo-Deck ist das, woran sich gerade alles misst. Im letzten Format war das halt das Necrots-Deck. Man musste halt immer gegen Necrots drei Dinge beachten. Man musste irgendwas haben, um Unicorn klären zu können. Man musste durch Valkyros Schaden drücken können und man musste sich vor Trishula schützen können. Das waren so die drei Sachen, auf was jedes Deck so ein bisschen sich aufbauen musste im letzten Format. Dieses Format ist es so, dass alle irgendwie auf diesen Cosmo Dark Destroyer reagieren können müssen. Das ist der neue Killer irgendwie. Das ist so ein 3000er, der nicht angezielt werden kann. Aber man muss den irgendwie trotzdem wegbekommen. Und das auch noch möglichst so, dass sein Effekt halt nicht triggert. Und das ist halt eure Aufgabe sozusagen, wenn ihr gegen Cosmo spielt. Eure Aufgabe, wenn ihr Cosmo spielt, ist natürlich das Ganze zu verhindern und euren Cosmo Dark Destroyer möglichst zu schützen.
Und das ist auch so der Grund, warum ich so ein bisschen abgeschreckt bin von Cosmo. Ich bin halt nicht dieser Mensch, der es mag, hier, ich lege jetzt was hin und muss das halt verteidigen. Das ist für mich dieses Floodgate-Satilla-Prinzip, das ist halt nicht meins. Aber wer das Spiel mag, sehr gerne. Viele finden ja auch die Karten einfach cool, weil die halt so an Star Wars angelehnt sind. Ist alles okay, ich gönne das jedem. Ich finde jetzt auch Cosmo jetzt nicht so schlimm wie andere Decks, wie so ein Klee-Deck oder so. Es ist halt ein bisschen, es ist halt manchmal nervig, wenn man so einen Dark Destroyer hingesetzt bekommt mit einer Empty. Das finde ich halt schon sehr skilllos, aber sonst alles andere ist okay bei dem Deck. Es ist okay. Ja, was entwickelt sich hier gerade? Also immer mehr wird jetzt gerade so nach diesem besten Bild gesucht. Das Reasoning wird gerade neu getestet, habe ich in vielen Decklisten gesehen. Dann, was auch noch neu ist, dass jetzt alle Cyberdrachen-Engine spielen, ganz groß, also mit drei Core und einem Cyberdragon und dann am besten drei Fortress Dragon im Side-Deck für die ganzen Mirror Matches und so weiter. Also da entwickelt sich auch gerade noch viel im Cosmo und da wird sich auch jetzt noch viel entwickeln in nächster Zeit. Ich finde auch auf jeden Fall Cosmo so auf Platz 1 oder 2 jetzt vom aktuellen Meta, was halt so das Meta prägt oder was es gerade angeht. Gut, dann als nächstes ein Deck von mir, was jetzt nicht so viel gesehen worden ist, letztes Mal ist Yang Xing. Finde ich aber sehr zu ungerecht, weil Yang Xing meiner Meinung nach wieder sehr stark ist. Was ist an Yang Xing jetzt auf einmal so gut? Erstens, es gibt kein Exiton Knight mehr, das heißt, euer Gegner hat keinen Must-Spell-Trap-Removal mehr so richtig. Und das zweite und viel wichtigere ist, es gibt keinen Trishula Unicorn Brionak mehr, was das Deck halt wirklich so ausgekontert hat. Gerade dieses Unicorn, dieser Trishula, die waren halt einfach der Tod gegen das Deck. Das fehlt halt jetzt, das gibt es halt jetzt nicht mehr. Und was macht das Deck jetzt dadurch so stark? Einfach diese ganzen Floodgates. Also, das ist jetzt dieses neue, meiner Meinung nach, ganz langsame Deck. Yang Xing ist so, wenn man alle Decks betrachtet, im aktuellen Format das langsamste. Man hat drei Lose One Turn, die man spielen kann, und dann gegen Cosmo kann man halt einfach drei Rivalities und drei Iron Walls bauen. Das ist halt einfach der absolute Floodgate-Overhype, Overkill. Dazu halt noch dann Yang Xing Creation. So. Man flippt halt am Ende fast seine kompletten Spell-Traps auf. Das ist halt schon krass. Also, ich finde Yang Xing auf jeden Fall eine coole Sache. Hat auch extrem krasse Logs mit diesem Shao Feng, die es legen kann. Trishula ist natürlich auch eine Macht jetzt in dem Deck. Und viele rechnen halt nicht mit Yang Xing und haben dagegen auch nichts im Board. Großartig. Deshalb Yang Xing von mir auch einen Daumen hoch. Ich hätte es fast gespielt, aber ich habe mich dann doch für eine eher schnellere Deck-Variante gespielt. Für so mehr so ein Combo-Deck als so ein Control-lastiges Deck. Gut, dann noch mal weiter. Necrotz. Ja, viele haben ja mitgekriegt, ich habe letzte Woche mit Necrotz in Halle getoppt bei 80 Leuten. Ich muss auch mal sagen, das war halt so dieser Impact nach der neuen Liste. Also keiner hat mit Necrotz gerechnet. Und was halt Necrotz auch noch viel gestärkt hat, war ja diese Fakten, das habe ich ja schon gesagt, dass man nicht mehr sein Feld clearen muss, dass man sein Feld liegen lassen kann jetzt im allgemeinen Spiel, auch in Game 1, weil man nicht mehr Angst haben muss, vom Gegner Trishula zu werden. Man sieht nicht mehr so viele teuflische Ketten und Break-for-Skills, weil ja alle Magispectre und Cosmo-Monster nicht angezielt werden dürfen. Dass man und all so Faktoren des Deck halt stark machen. Ich habe es noch ein bisschen verfeinert, so ein paar Sachen, die mich noch gestört haben, habe ich geändert. Ich habe jetzt noch zwei Max Cs ins Main Deck reingepackt, weil die halt einfach gerade so die Karte des Formats sind. Ich überlege auch gerade noch das dritte reinzupacken und zwei Clausulas zu spielen. Ja, aber ich will halt eigentlich nicht auf ein Clausulas verzichten und habe mich schon ganz schmerzlich von einem Kaleidoskop trennen müssen. Und die Karte, die halt instant rausgeflogen ist, das weiß ich gerade gar nicht. Irgendwas ist instant rausgeflogen. Ach ja, die Rota ist rausgeflogen. Für die hatte ich keine Verwendung mehr, also die konnte echt raus. Und dann habe ich noch ein Fairy Shield Gorn ins Extra Deck geaddet. Ja, das ist auch eine super Karte und ich habe halt ein bisschen was gegen Cosmo rein, weil so viel Cosmo gespielt wird, dass man einfach was dagegen braucht. Gut, dann machen wir weiter. Burning Abyss habe ich auch mich viel mit beschäftigt, habe ich mich auch viel drum gekümmert. Ich habe jetzt schon gesehen, dass viele jetzt auch Horn of Heaven spielen, um halt eigene Monster zu triggern bei den Tributen und halt gegnerische Pendel Summons aufzuhalten. Ja, Crush Card ist ja noch drin, die fand ich am Anfang total krass gegen Cosmo, bis ich festgestellt habe, die Cosmo-Monster können triggern, die man aus dem Deck in den Friedhof legt. Das war schon nicht mehr so cool. Burning Abyss meiner Meinung nach so, auch mit diese Top 3 Decks wird es auf Platz 3 setzen, wenn ich jetzt so aufs Meta einschätzen müsste. Das Problem beim Burning Abyss ist aber auch schon wieder, es ist so viel vertreten, dass halt alle damit rechnen und alle irgendwie dagegen was im Board haben. Das macht das Deck halt ein bisschen schwach und vor allen Dingen. Dieses Max C im Main, dass fast jedes Deck jetzt drei Max C im Main spielt, das stört schon Burning Abyss ein bisschen. Also, die haben da schon Probleme dann mit aufbauen. Und die spielen auch so viele Traps, also, wenn die mal einen Decree hingelegt bekommen, können die auch ganz, ganz schnell in Probleme geraten. Aber meiner Meinung nach auch Burning Abyss ein sehr gutes Deck. Kann man euch auch immer noch empfehlen, wenn ihr das noch habt, dann spielt das einfach weiter. Wenn ihr euch jetzt nichts Neues zulegen wollt, also, man muss sich unbedingt für jetzt 800 Euro Cosmo Deck zulegen. Man kann auch einfach Burning Abyss spielen und kann genauso gut mithalten. Wo man natürlich jetzt aufpassen muss, dieser F0 als einziges wirkliches Cosmo-Out gegen Dark Destroyer, dass der halt jetzt immer mehr ausgekontert wird, weil jetzt viele wieder doch jetzt Break for Skills spielen.
und so weiter. Also man muss jetzt immer noch mal einen nächsten kreativen Weg finden, um halt an diesem Dark Tutorial vorbeizukommen. Das ist halt das, womit halt vielleicht Burning Ips ein bisschen aus Gesicht fallen könnte, weil das halt so ein bisschen fehlt. Gut, dann hier, das ist, wie ihr seht, ein ganz altes Satella-Deck von mir. Ich finde, Satella ist jetzt gerade sehr viel verschwunden aus dem Meta, finde ich aber zu ungerecht, weil ich finde, Satella hat immer noch sehr starke Powerplays und so stark von der Liste sind ja auch nicht eingeschränkt worden. Die zwei Rotas, die haben halt schon wehgetan, aber es ist immer noch okay. Und Satella ist meiner Meinung nach auch ein Deck, das kann noch gut mithalten. Viele meinen ja, das Magi Spectre ist so das neue Cancer-Deck, das neue so Floodgate-lastige Deck. Aber ich finde auch, dass ein Satella noch sehr starke Plays hat. Man hat ein gutes Out gegen einen Dark Destroyer mit einem Triver, den man halt einfach legt und alles hochgibt. Man kann nach wie vor seine Calls spielen und die halt alle wieder loopen. Man hat viele starke Plays einfach. Und das größere Problem von Satella ist, glaube ich, momentan so dieses Aufbauen, dieser Anfang, dass man halt am Anfang vielleicht sehr stark zerrupft wird vom Gegner. Und da halt viele vielleicht den Mut verlieren. Gut, dann auf jeden Fall noch Infernoids. Infernoids wird der Jens, denke ich mal, morgen spielen. Wie gesagt, also achtet nämlich, das sind ja auch OCG-Sachen, die ich teilweise schon getestet habe. Ich finde, Infernoid ist ein sehr interessantes Deck auf der einen Seite, aber es ist mir persönlich, es ist zu Luck-based und zu RNG-mäßig. Also es ist so das Hearthstone-Deck im Yu-Gi-Oh!-Format, weil ihr halt einfach so abhängig seid vom Reasoning, erstens das zu ziehen und zweitens dann auch noch das dann damit dann gut durchs Deck zu müllen. Das stört mich halt einfach. Das Deck hat zwar auch coole Tech-Karten, auch mit diesem Psy-Frame, Omega und so, hat es nochmal gute Push bekommen. Aber alles in allem finde ich halt, ist Infernoid ein Deck, was halt jetzt auch darunter leidet, dass halt jetzt alle gegen Cosmo halt diese Iron Walls entdeckt haben und dann halt das Infernoid halt Probleme kriegt gegen so eine Iron Wall. Weil man muss halt auf der einen Seite seine Strategie weiterhin durchziehen können mit Infernoid, aber auf der anderen Seite braucht man dann auch das Trap Removal und so weiter. Das ist halt echt schon anstrengend. Also ich bin halt nicht so der Freund davon. Gut, dann zu guter Letzt möchte ich noch auf das Deck zu sprechen kommen, was ich nun spielen werde am Samstag. Und zwar ist das ein, wie soll man das nennen, es ist halt einfach ein Entermage Deck mit einer kleinen neuen Engine. Und zwar spielt man jetzt Painful Decision. Painful Decision ist auch gerade extrem gehypt, die ist gerade von 5 auf 15 Euro hochgegangen aus dem neuen Set. Und genauso dazu der Vector Pendulum. Das ist halt einfach so gerade das neue krasse Combo-Shit-Scheiß, also obwohl es gar nicht so viel Combo ist. Auf jeden Fall die Painful Decision. Die sucht euch halt einfach ein Dreier-Scale effektiv, was halt zum Beispiel bei allen anderen von diesen EMEM-Decks fehlt. Und das zweite ist, was die macht, die legt euch auch gleichzeitig noch einen Friedhof. Und da gibt es dann halt wieder Combo-Potenzial mit Masked Chameleon. Man kann dann halt den Vector vom Friedhof wiederholen, kann dann synchronisieren, kriegt dann halt den Friedhof gelegt, wieder ins Extra-Deck rein und kann dann auf Psy, Frame Lord, Omega gehen. Und das ist halt der krasse Grinder, der das Deck halt auch so stark macht. Man baut halt einen Omega und kann dann halt jede Runde einen Damage-Juggler recyceln und dann halt immer wieder diesen einen Damage-Juggler-Research jede Runde bekommen. Und das macht halt dieses Grinding aus von diesem Deck, was halt das so unglaublich stark macht und so unglaublich Potenzial dahinter gibt. Es ist halt einfach Wahnsinn. Also das Deck, wir haben da jetzt viel Arbeit reingesteckt, das ist noch so zu bauen, wie wir wollen. Wir haben auch noch ein paar Sachen, da sind wir uns uneinig. Also ich bin ein absoluter Fan von MSTs. Dave und Zijing, die reden gerade die ganze Zeit noch von Galaxy Cyclone, dass der besser sei. Aber es ist ja so eine persönliche Sache, wie das jeder mag. Ich mag halt die eine Karte mehr, die anderen. Deck die Wasting Vibe ist auch gerade eine sehr starke Karte, die extrem viel gerade im Format mit rumfuscht. Auf jeden Fall auch wahnsinnig stark, wenn man öffnen muss. Wenn man einfach anfangen muss in diesem Mirror Match, ist man eigentlich immer so der schlechtere, also der schlechteren Voraussetzung hat das Spiel. Aber dieser Deck, die Wasting Virus, der macht dann halt das Anfang wieder so eklig, weil wenn man den abbekommt mit 6 Karten, ist das schon krass. Das macht Magi Spectre komplett kaputt, das macht hier das Deck eigentlich auch schon fast komplett kaputt, das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch, was halt auch das Mirror Match extrem spannend macht, sind diese Wailing Eyes und Damage Juggler Sachen. Dass man halt so krasse Plays mitmachen kann oder so krass halt diese Angst davor hat, dass man jederzeit umspielen muss. Das ist halt schon krass. Des Weiteren, Ragnar Zero ist auch gerade wieder super stark. Durch diese drei Mirror Conductor gibt es halt auch wieder Combo Plays, dass man eine Ragnar Zero legt und daneben einen Mirror Conductor. Also nicht unter Pendleton, sondern wirklich als Monster beschworen hat. Und der Mirror Conductor kann ja dann die Attack und Death Gegner durch Monster swappen. Und die Ragnar nimmt die dann direkt vom Feld. Ist auch eine gemeine Kombo. Ja, also das ist das Deck, worauf ich vertrauen werde. Mal schauen, wie es läuft. Wir werden auch wieder vloggen vor Ort. Und bevor ich es vergesse,
Ich wollte noch ein Deck erwähnen, was ich auch gar nicht gewartet habe auf dem DevPro. Und zwar ist das Heroes. Also Heroes ist auch meiner Meinung nach immer noch ein starkes Deck. Die haben jetzt zwar einen kleinen Hit bekommen, dadurch, dass die Rote auf 1 gegangen ist, aber ich finde, dass Darklore gerade das aktuelle Format sehr krass kontert. Das Problem ist halt, was ich im Dings so ein bisschen sehe im Darklore Deck halt, ist, dass das Cosmo da halt ganz schön eklig reinfuschen kann. Also die haben halt schon, wenn die in Darkness Feuer liegen, ist es halt schon schwierig, den zu bespielen für Hero Decks. Also ich weiß jetzt nicht, was die dagegen aktiv tun können. Die müssten im Endeffekt bräuchten sie irgendwie eine Horn des Einhorns für einen Darklore, dass der auf 3-1 geht. Das wäre so eine witzige Option, wenn morgen wirklich Leute ein Horn des Einhorns mit Darklore spielen, dass der 3-1 hat und einfach Dark Destroyer zerstören kann. Das wäre schon witzig. Auf jeden Fall, das ist halt so das eine, was halt noch dem Hero Deck so ein bisschen fehlt. Meiner Meinung nach ist auch gerade so dieses Deck und Cosmo, die teilen sich halt gerade so diesen ersten Platz. Ist halt immer die Frage, wie man halt ins Spiel kommt. Das Deck kann halt gut gewinnen, dadurch, dass es halt das Spiel einfach ausgegrindet durch diese Omega-Plays, die man die hat. Cosmo kann halt auch sehr explosiv anfangen mit Teleport und, sagen wir mal, einem guten Setup mit einem Dark Destroyer und einem Farm Girl. Dann können die auch mit dann halt noch den Strawman und so, können die halt auch krasse OTKs legen. Also ist gerade sehr interessant. Ich hoffe auf jeden Fall auf maximale Erfolge heute. Wir werden euch alles berichten. Ich hoffe auch für Jens und so, für die anderen, für Dave und Kurt, dass die auch erfolgreich dabei sind. Und ich würde mir echt schon wünschen, also ich hoffe schon, dass ich so eine Top 16 schaffe. Ich hätte echt gerne so eine Elder God Noden Matte, das würde ich schon sehr geil finden. Gut, das auf jeden Fall von mir soweit. Schreibt mir bitte unter das Video so Feedback, wie ihr so ein Format findet. Soll ich sowas öfters machen, wo ich so ein bisschen über State of Meta rede? Was halt gerade wie sich entwickelt, was halt gerade so die Trends sind, wie das Format halt sich gerade verhält, was halt neu aufkommt. Sagt mir das ruhig. Also ich hätte gerne so ein Feedback und ob sich das halt wirklich lohnt, so im Watchmail auch noch ein bisschen mehr Aufwand machen, wird das halt noch ein bisschen besser vorbereitet, würde mich auch mit den anderen Decks noch ein bisschen mehr beschäftigen. Gut. Dann zum Schluss auch nochmal so eine Sache. Viele haben ja auch gefragt, viele haben auch noch gefragt, was ich vom aktuellen Meta halte jetzt nach der Bandlist. Ich finde es gerade sehr interessant und habe eigentlich so ein bisschen Melancholie jetzt, wenn ich sehe, dass jetzt das Magician Deck, das Pendel mit Mage Deck kommt irgendwann im Dezember. Das sind ja auch nur noch 3 Wochen und das wird das Meta wieder ein bisschen mehr zuschnüren, finde ich. Und ich finde es gerade eigentlich super, wie wir es aktuell haben. Wir haben so viele Decks, ihr habt es ja gesehen. Ich habe jetzt hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Decks vorgestellt. Wenn man jetzt noch ein reines Magic Spectre dazu zählt, das habe ich jetzt einfach gerade nicht gebaut gehabt, das konnte ich auch gerade noch mal zeigen. Das ist halt einfach Wahnsinn, was es gerade für eine Vielfalt wieder gibt in Yu-Gi-Oh! Durch das neue Set. An sich finde ich halt, das Format ist eine gute Sache. Es gibt wieder schöne Vielfalt. Das Einzige, was mich schon momentan ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Stört, ist diese Emptiness, die gerade einfach viel zu mächtig ist und viel zu viel Spiele entscheidet. Und vor allen Dingen dieser neue Trend, dass jeder gerade jetzt unbedingt sagen muss, was ging damals mit Winter, glaube ich, los? Irgendwie, ja, ich kann nicht zerstört werden und spiele Uneffected oder sowas. Und das wird jetzt immer schlimmer. Jetzt kommen schon die Magispec, jetzt fangen die kleinen Monster an zu sagen, ich bin komplett uneffected von Karteneffekt. Das finde ich nicht, ist kein richtiger Weg. Einfach immer mehr Karten zu designen, die einfach Spielen verbieten. Auch wenn ich das jetzt sehe, wie es sich mit großen Karten weiterteilt, so dass alles dass immer mehr Karten in Richtung Shockmaster gehen und so weiter, das mag ich nicht. Also, das ist so ein Trend, da muss vielleicht noch ein bisschen dran geschraubt werden, dass es nicht dazu kommt. Und ich habe auch sehr Angst jetzt im Januar, wenn wir Bosch bekommen, dass es ein sehr einseitiges Meta wieder wird. Wenn dann das Counter-Fairy, ich lege Giant Hand, Felgrind und 4 Counter-Traps Deck kommt zu uns. Davor habe ich echt ein bisschen Angst. Gut, und dann natürlich noch die Monarchen, die dann auch wieder das neue Spellbook sind und dann halt plus 10 machen und einem Zug und halt auch wieder so ein Joken-Lock geben sozusagen. Gut, das auf jeden Fall davon. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare irgendwelches Feedback dazu und wir hören uns dann im nächsten Video oder wir sehen uns dann, denke ich mal, sogar am Vlog zu Berlin.